Hallo und herzlich willkommen zu den News mit Jules. Das beliebte Action-Rollenspiel Grim Dawn bekommt nächstes Jahr eine Erweiterung und da haben die Entwickler jetzt eine der beiden neuen Klassen angekündigt. So wird Grim Dawn um die Meisterschaft des Inquisitors erweitert, einer Klasse, die sich die Magie ihrer Feinde zu eigen macht, um verheerenden Schaden anzurichten. Der Inquisitor ist mit einer Pistole ausgestattet, sowohl im Fernkampf tödlich, aber auch im Nahkampf eine echte Macht. Runenfallen, Gruppenbuffs, arkane Siegel und geheime Worte der Macht. Das alles gehört zu seinem Sortiment. Wird sehr spannend, welche Klassenkombinationen sich damit anstellen lassen. Wann genau das alles kommt, das haben die Entwickler noch nicht geschrieben, aber wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. If they ever wake up, send them to me. If they don't, bury them deep with the others. You shall not pass. Nein, they shall not pass. Denn so heißt nämlich die erste Erweiterung für Battlefield 1. Die soll im März kommen und beschäftigt sich mit dem Konflikt zwischen Deutschland und Frankreich um Verdun. Dazu wurden gleich einige Artworks veröffentlicht. Ihr seht hier zum Beispiel Waldbrände. Die sind durch die heftigen Schusswechsel entstanden. Wie viele neue Maps die Erweiterung tatsächlich beinhaltet, das ist noch gar nicht so genau bekannt. Aber eine Karte soll sich auf jeden Fall um das Dorf Samonieux drehen. Eine weitere die Kämpfe in Fort Vaubois handeln. Dazu kommen natürlich einige neue Waffen und Dogtags. Die Erweiterung soll, wie gesagt, im März erscheinen. Besitzer des Premium-Passes, die können wie gehabt 2 Wochen vorher ran. Mass Effect 2 gibt's derzeit bei Origin für Umme, das heißt, sollte es geben. Bei einigen Usern wird das Sonderangebot nämlich derzeit noch nicht angezeigt, aber BioWare selber bestätigte, dass es geplant ist. Wir gehen also davon aus, dass das in den nächsten Stunden bzw. maximal Tagen dann auch passieren wird und dann steht uns da wirklich ein sehr, sehr guter Deal ins Haus, denn Mass Effect 2 ist für viele der beste Teil der beliebten Shepard-Trilogie und bietet inklusive seiner DLCs wirklich unzählige Stunden Spielspaß. Also der perfekte Zeitpunkt, sich auf den Release von Mass Effect Andromeda so ein bisschen einzustimmen. Wenn ihr Mass Effect 2 noch gar nicht gespielt habt, solltet ihr das auf jeden Fall tun. Ist echt eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Dann wisst ihr ja auch, was ihr jetzt zocken könnt. Denn das war's für heute mit den News. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mein Name ist Commander Julius und ich sage Computer, Energie.